Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior 2. Ah, guck mal, hier können wir dann die Belohnung holen. Das ist nett. Hi. Ich habe das Ding. Bekomme ich jetzt Kuchen? Mission abgeschlossen. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. 10.000 Skillpunkt und Hauer. Ah, eine Waffe. Gut. Ich dachte, wir kriegen irgendwie Haue. Gut. Pump Action Schrotgewehr. Das ist schön. Ja, ich glaube, die haben ja echt so ein bisschen... man dankt. So, jetzt können wir Skillpunkte verteilen. Ruf nach einem Sunny. Medikit. Mehr Trefferpunkte ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber wir können natürlich auch andere Sachen noch hier. Sichtwirbel. Ah, die könnten wir noch hoch machen. Heilende Flamme, Chi-Beherrschung, ja. Erhöht die Menge des gewonnenen Karmas. Vielleicht gar nicht verkehrt. Sowas lohnt sich eigentlich immer am Anfang zu machen. Hübsche Waffe, gefällt mir. So, hast du noch was zu sagen? Nee. Also jetzt scheint dir so ein bisschen rollenspielmäßig angehaucht zu sein, dass man dann auch Quests annehmen kann und so weiter und so fort. Gar nicht verkehrt. Gut, das mit den Skillpunkten gab es halt im ersten Teil schon. Ich glaube, das haben sie hier halt noch ein bisschen weiter aufgebaut, aber... Wie gesagt, vom Spiel selber habe ich noch nichts gesehen. Ich habe halt beim Wikipedia... Ja, ich habe halt, wie gesagt, als ich die Folgenbeschreibung gemacht habe, mir halt einen Wikipedia-Eintrag dazu durchgelesen und da halt ein bisschen was mitgekriegt. So, dann fahren wir mal zum Silla-Forschungslabor. Haben wir auch seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen. Ich weiß halt auch echt nicht, wie das dann wäre, wenn wir mit mehreren spielen würden. Mal gucken, wie gesagt, vielleicht finden wir es ja noch raus. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Welcome to the shiny, happy future. Hey, one out of three ain't bad. Silla. Ist das der, den wir im ersten Teil zerlegt haben? Glaube. Aber, ja. Silla Enterprises. It's just so hard to find a good forger these days. Note to self. Kill your fucking forger. Okay, dann. Oh. Gibt's Stress hier? Zerlegen, vielleicht kriegt man hier noch ein paar Drohnen. So, wieder einer weniger. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, hier mit der MP mal dran zu gehen. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? So, Leben bitte. Ah, hier haben wir voll. Okay, das geht dann wohl nicht für den Maximal. Das, ich denke, den werden wir dann auch irgendwie über die Skillpunkte leveln müssen. Gut. Vielleicht sollten wir da mal hochgehen. Bringt's was zu schleichen?
Weiß es ja nicht. Finden wir es raus. Ich glaube, anschleichen können wir da knicken. So, Deckung. Immer diese getarnten Gegner. Ein wenig Energie, das ist nett. So, dann hauen wir dich mal noch platt. Na? Okay, der hat jetzt die Karte. Schön. Brauchen wir noch Leben? Ja, ein bisschen was. Aha, Muni. Schön, dass das alles auf der Karte angezeigt wird. Mhm, immer doch. Ah, hat das was gebracht? Nee. Schade. Aber gut, dann mal ab nach unten. Dann können wir uns hier die Karte nochmal holen. Oh, vielleicht nicht hier unbedingt vorbei. Lassen wir das mit dem Aufmerksamkeitserregen. Ach fuck, und da war ich wahrscheinlich jetzt zu langsam. Wohl nee, wir hatten es ja eh schon voll. Level 1 Zugangskarte. Nett. So, funktioniert das jetzt? Ah nee, wahrscheinlich müssen wir jetzt da hinten rüber. Na gut. Dann hauen wir halt da noch ein paar Leute platt. Ich kenne mich scheinbar noch. Boom goes the boomstick. Wo ist noch jemand da? Killing in the name of. Ja. Aber cool Nachlandeanimation. Können wir noch ein bisschen heilen? Ja. Ich glaube, das Schießzeug finden wir ein bisschen häufiger. Eine Wangnis-Komponente, aha. Einhänder, Maschinenpistole. Können wir das irgendwie vergleichen? Von den Werten. Ah ne, das ist einfach gut. Wohl doch, Maschinenpistole und Maschinenpistole. Dann, was kriegen wir hier noch? Schönes. Hübsch. So, dann die Herren. Stop. Wait a time. Ja, die Anspielungen, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Anspielungen.
Das bringt für mich immer eine ganze Menge Pluspunkte. Ah, da können wir nichts machen. Da können wir aber gerade auch nicht so viel machen, merke ich. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Ich müsste mir mal gucken, ob ich irgendwo einen Nahkampfangriff habe. Wäre manchmal ganz nützlich beim, ja, Nachladen. The future just keeps getting futurier. Neues Katana. Hm. Jupp, also gibt es hier dann auch noch ein paar Waffen. Aber ich glaube, wir können Waffen, wenn wir die upgraden. Aha. Da wäre das nämlich schon besser. Okay, das macht tatsächlich was aus. Bei denen ist es egal, welche wir nehmen. Obwohl die hat ein bisschen mehr Nachladegedöns. Können wir die auch irgendwann mal weg... Ah ja, genau. Bitte auf die 3. Geht das? Muss ich das rüberziehen? Nee, so. Okay. Packe ich das mal runter. Und da kommst du hin. Okay, gut. Glaube, ich komme langsam mit zurecht. Geld, Dankeschön. Ja, ich glaube, das mit dem Radius wäre aber auch schon praktisch. Es ist hier alles sehr dunkel, muss ich ja sagen. Aber ich denke, das ändert sich auch nochmal bei Gelegenheit. Room's locked. Bulletproof glass too. I wonder if that's... Ah, Kamiko. My star pupil. Yeah, of course it's her. Come now, come now. Calm yourself, my dear. Let me go. Let you go? I'm afraid I can't do that, my dearest. It would spoil our grand experiment, and you always loved experiments. Before we embark on this grand adventure, there's something I should say. I am deeply in your debt, young lady. I would never have achieved all that I have without your help. The lab just won't be the same without you to steal from. Proceed. God damn it, Zilla. I knew you were into some twisted shit, but this is on a whole other level. That's strange. What's happening? Is she all right? Someone check her vitals. Pulse is normal, sir. Untie her gag. I don't want her suffocating. We need her to be... Flies carry on the stench of death. Oh my. Now this is getting interesting. Aw, shit. Bulldoze bodies. Open sores. Dismember children. Secure the room. I need to examine her in person. I'm on my way. Yes, sir. Hey, you guys know a good Mexican place around here? What? Get him! Na, dann kommt man ja, Mädels. Okay, also es wurde natürlich wieder Experiment durch. Ich bin immer gespannt, ob sie die überhaupt wieder zurückhaben will. Spalter, aha. Volksfront von Judäa und judäische Volksfront, kennt man ja. Aber gut, ihr wollt Schwertkämpfe? Dann kriegt ihr Schwertkämpfe.
drop something. Oh, it's your blood. Danke fürs Leben. So, okay, ich dachte gerade irgendwie, also ich habe irgendwie den Eindruck, dass der erste Teil ein bisschen blutiger war. Aber man kann hier scheinbar auch noch Leute zerhackstückeln. Das ist schön. Gore ist für mich aber tatsächlich ein sehr entscheidender Pluspunkt eines Spiels, muss ich ja zugeben. Ich mag es, wenn Spiele blutig sind. Haben wir oben irgendwas Schönes? Ne, wir müssen ja eh runter. Trotzdem. Nee. War nicht mal so viel, wie es scheint. Na gut, abrollen können wir auch. Finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Spiele ohne Sturzschaden. Ohne Sturzschaden wäre natürlich auch noch was. Aber ohne Sturzschaden. Wieso stehen diese Dinger da rum? Werden die noch lebendig? Kann ich hier eigentlich wie rein? Nee. Wir müssen ja da runter. Nur wie? Ah ja, wir könnten noch. Es gibt oben eine, sehe ich gerade auf der Minimap, gibt es eine Art Navigationssystem. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, das ist Schnellwechsel auf Alt, okay. So, hier unten sind doch bestimmt irgendwo Gegner. Das heißt, bestimmt sind Gegner, sie werden ja angezeigt. Ich kann nur noch nichts anvisieren. Das ist schade. Hallo, hat da gerade jemand gesprochen? Da mokiert doch irgendwas. Checkpoint ist gut. Ah, hier. Do you feel lucky, Mary? Mary? Wieso Mary? Hatte sie etwa ein kleines Lamm? Ah, wir können das auch aufladen. Macht das dann mehr Schaden? Du bist da unten irgendwo, ja. Hep. New clip, new life. So, Karma Skillpunkte. Stimmt, wir haben ja noch einen Skillpunkt. Fällt mir gerade ein. So, dann gehe ich, wie gesagt, erstmal hier in Dings. Wieso geht das nicht? Aber dafür brauchen wir jetzt 2 Skillpunkte, da unten 3. Alles klar. Ich habe, glaube ich, verstanden. So, Geld sieht auch erstmal nicht verkehrt aus. Ist halt die Frage, wo und wie wir das nachher nutzen können. Hier noch was, hier werden irgendwelche Viecher gezüchtet. Ist schön. Sieht mir alles gar nicht mal so koscher aus. Die Zugangskarte kriegen wir dann da hinten wohl irgendwo. Hier war ich doch gerade.
Ah, wir müssen hoch. Vielleicht haben wir da jetzt irgendwas. Oder war ich hier nicht schon? Ich dachte, hier wäre ich schon gewesen. Scheinbar nicht. Ah, es gibt hier bei denen kein rotes Blut mehr, sehe ich gerade. Die fliegen halt sonst noch irgendwie durch die Gegend. Na gut, das soll es dann mal gewesen sein für die Ruhe. Für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.